Deshalb bitte ich dich, suche dich nur dem und sorge dafür, dass in meinem Buch nichts Falsches steht über Utopia. Er ist ja wirklich in Utopia gewesen und deshalb der Einzige, der die Irrtümer in meinem Buch verbessert hat. So schade, dass wir damals vergessen haben, ihn zu fragen, wo genau Utopia eigentlich ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das Buch herausgeben soll. Geschmack ist ja so verschieden. Manchen gefällt nur das Alte, den meisten haben nur die eigene Wahl. Die meisten sind solche Wenderhälse, dass sie im Stehen eine andere Meinung haben als im Sitzen. Was meinen Sie das? Was schäme ich mich, gehe dieses Büchlein erst nach einem Jahr zu senden. Ich halte mich an seine lässig schlichte Sprache, weil